Ja, hallo, willkommen zur DLC-Vorstellung für das JCW-DLC, das am 2. April 2015 erschienen ist. Ja, da gibt es ein paar nette Sachen. Kostet 10 Euro oder beziehungsweise 9,99. Sind ja fast 10 Euro. Naja, dann hat man hier, ich stelle es mal kurz vor, was man dabei hat. Hier hat man zwei Traktoren, einen. Ja, etwas kleineren, einen etwas größeren, also so der hier ist schon ein bisschen kleiner als der, hat auch von PS-mäßig und so sind die unterschiedlich. Also hat der weniger PS und der ein bisschen mehr. Ja, der hat auch hinten kleinere Reifen. Da sieht man es halt deutlich, dass der ein bisschen, dass der hier ein bisschen größer ist. Weil der einfach einen größeren Hinterreifen hat, so ein bisschen breiter, ein bisschen höher und so. Sonst hinten haben sie alles dran, was man braucht hier. Ja. Kann man, glaube ich, auch alle Geräte anhängen. Dann ist dabei ein neuer Radlader. Der sieht irgendwie sehr schick aus, also gefällt mir besser als der Liebherr. Aber das werden wir dann später schon noch sehen. Dann hier ein Teleskoplader, der auch deutlich anders aussieht als der Liebherr-Teleskoplader, ne? Ja, und das hier, was ganz neu ist, quasi was es vorher so im Spiel jetzt noch nicht gab, im Landwirtschaftssimulator 15, das ist dieser Kompaktlader hier. Das ist ein schönes kleines Ding, vor allem im Gegensatz zu diesen zwei großen Dingern hier ist es halt hier eine kleine Kiste. Ja. Und der hat ganz speziell für dieses Teil gibt es noch hier insgesamt sechs verschiedene Aufsätze. Einmal die Universalschaufel, so ein Ballenspieß, der auch ein bisschen anders aussieht als diese Ballenspieße, die man sonst hat. Also eine Palettengabel, ja. Sieht jetzt nicht auch besonders anders aus. Genauso auch bei der Mistgabel oder Mistzange oder wie auch immer. Sieht auch ähnlich aus. Dann, was auch ganz anders aussieht, als die herkömmliche Poltergabel, ist diese JCB-Poltergabel, die was für den Kompaktlader ist. Die finde ich, das sieht irgendwie wesentlich stabiler aus. Das werden wir dann später auch sehen. Da passt einfach, finde ich, da passt einfach der Baumstamm viel stabiler und besser rein. Da ist da viel besser oder eingefasst. Ne? Und dann, was halt auch sehr schön ist, ist hier dann diese Baumstammfräse. Baumstammfräse gibt es ja auch schon, halt als Aufsatz für einen Traktor. Hier ist es halt dann für diesen Kompaktladeraufsatz. Ist auch eine nette Sache. Okay, so viel dazu. Und jetzt werde ich dann die Geräte einzeln vorstellen, ein bisschen vorführen, rumfahren, damit arbeiten ein bisschen, damit ihr seht, was man damit so machen kann, nicht wahr? Okay. So, wir sind jetzt hier nun im ersten Traktor oder Schlepper. Ja, das ist der JCB Fast Track 3230 Xtra oder Extra. Also Xtra, ne? Der sieht. Ich find das schick, diese Farbe und so, ne? Ist, ja, sehr schön. Jetzt haben wir da ein bisschen rum, zeige ich es euch mal von außen. Ne? Federt auch ein bisschen, Federung hat er auch. So, jetzt schalte ich mal das Menü ein hier für dieses Video. Und man sieht, der fährt 70. Das ist halt der große Vorteil gegenüber den anderen Traktoren oder Schleppern. Ja, die fahren ja alle höchstens irgendwie 60 oder 50. Weiß jetzt gar nicht. Ja, aber der fährt auf jeden Fall 70. Ja, und wenn man es halt mal dann eilig hat, ne, eine Lieferung schnell irgendwo hinbringen will oder halt einfach nicht so lange fahren will mit den langsamen Traktoren, nimmt man den. Der heizt da mit 70 durch die Gegend. Innen, ja, sieht auch schön aus, jetzt auch nicht irgendwie was Besonderes anderes als wie bei den anderen Traktoren, ne? Da hat man halt hier den Schaltknüppel, verschiedene Knöpfe und Hebel und sonst was. Das hat man natürlich bei den anderen Traktoren auch, also, und Lenkrad hat man auch, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, also das ist nichts hier Dramatisches, aber es sieht schön aus, ne? Also, jetzt halten wir hier nochmal an, dann schauen wir uns, dann gehen wir nochmal rum und schauen uns das ein bisschen im Detail an. Ne? Man hat hier schön eine Treppe zum Einsteigen. Das ist alles sehr detailliert und mit Liebe gemacht, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ist schon eine gute Sache. Gefällt mir. Gelbe Felgen. Auspuffrohr hier an der Seite so. Licht können wir mal einschalten. Frontlicht, Hecklicht. Ein Blinklicht oder
So eine Rundumleuchte hat es auch. Ein Teil, nur eine Rundumleuchte. Drehen wir es nochmal rum, schauen wir uns das nochmal an. Gut, das sollte soweit reichen, haben wir genug gesehen von dem, nicht wahr? Weiter zum nächsten. So, jetzt sind wir im nächsten Traktor. Das ist der JCB Fast Track 8310. Ja, es ist ein Stückchen größer, nicht wahr? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wie ich schon sagte, er hat einen größeren Hinterreifen, hat ein bisschen mehr PS. Ja, sieht genauso schick aus eigentlich, halt ein bisschen wuchtiger. Ja, hat sein Abgasrohr genauso an der Seite wie der vorige, wie der 3230. Ja, dann schaltet man gleich mal das Licht ein hier während dem Fahren. Ja, ist auch ein schönes Teil. Hat graue Reifen. Jetzt gehen wir ins Cockpit. Cockpit, ja, hat hier ein bisschen mehr Knöpfe, ne? Sieht ein bisschen größer aus alles als der vorige. Hier Lautsprecher. Alles da, Radio oder was ist, oder ist das der Radio hier an der Seite? Ja. Spiegel. Ist da, also Warnblinkanlage, ne, oder wie heißt, der Trick ist den Namen, Rundumleuchte ist auch da, auch nur eine, genauso wie der bei der vorigen. Fahre ich halt da mal hin zu dem anderen, dann haben wir da noch mal den direkten Vergleich. Also gegenüber, ne? Unfall. Also hier sieht man es auch schon, das ist ein bisschen höher auch und schon größer, ne? Das wäre es soweit zu dem. Also ich kann hier natürlich noch mal rumgehen, ein bisschen im Detail anschauen. Der hat auch so eine Treppe genauso halt, aber es ist halt einfach alles noch ein bisschen wuchtiger eben, ne? Genau, das fällt auf hier auf der sozusagen, ja, wenn ich so sagen kann, der Beifahrerseite. Jetzt keine Treppe, während der hier, also was heißt, man kann den hier nur von der einen Seite besteigen. Wenn man, ne, wenn man das so genau nehmen würde, während man den hier von beiden Seiten einsteigen könnte, wenn man den in echt hätte. Ne? Das fällt mir jetzt noch so auf. Aber so viel dazu, das sollte reichen. Auf zum nächsten Gefährt. So, kommen wir nun zum Radlader. Das ist praktisch das Modell 4355S. Ja, steht jetzt da noch irgendwo drauf. Ich habe es jetzt hier notiert. Ja, steht jetzt nicht dabei. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ich habe das natürlich, da der jetzt quasi für den DLC-Besitzer in Konkurrenz zum vorigen Radlader, zum Liebherr steht, habe ich den jetzt mal daneben, damit man so den direkten Vergleich hat, auch so von der Größe her und so. Und man merkt, wenn man so hinschaut, merkt man schon, dass der JCB schon ein bisschen wuchtiger, ein bisschen größer ist. Ne? Also ne, hinten da das Heck, quasi der Motor und so, Motorteil, der ist ein bisschen eckiger, kantiger, während der hier so ein bisschen rund ist. Ne? Das Auspuffrohr hier ist auch kleiner als das hier. Ne, also es wirkt alles ein bisschen wuchtiger, wie ich gesagt. Hat genauso eine Rundumleuchte hier oben auf dem Dach. Oh, Reifen, ne, sind die größer. Boah, die sind auch ein bisschen größer, ne? Die sind breiter auch, meine ich. Und sind schon, ja, sind fast gleich groß, ne? Ja. Gehen wir da mal ins Cockpit rein. Cockpit gefällt mir gut eigentlich, ne? Man kann hier lenken. Mit dem Lenkrad hat hier diverse Knöpfchen, die man natürlich jetzt im Spiel nicht benutzen kann, aber es geht ja hier einfach nur um die ja möglichst originalgetreu so aussieht. Ja, auch ein kleiner Bügel, kann man da in die Jacke aufhängen oder so. Ja, Pedale, alles da, also sieht schön aus. Wenn wir jetzt einfach mal rübergehen zum Dings nochmal, ich stelle den jetzt natürlich nicht vor, aber ne, der sieht auch schön aus, aber halt, naja. Bei dem ist es halt was Neues, ne? Ich finde es auch sehr schick hier mit diesen
weiß-rote Warntafel hier hinten sozusagen. Sieht dann, also, mir gefällt er auf jeden Fall schon besser als der Liebherr. Er sieht einfach, wie schon sagte, wuchtiger aus, ein bisschen stärker und mächtiger so, ne, als der Liebherr. Schauen wir mal, der hat einen Rückfahrton, hat es der Liebherr auch? Mal. Siehste? Der hat keinen Rückfahrton, das ist auch der große Unterschied oder so. Der Liebherr hat gar keinen Rückfahrton, während der JCB-Radlader einen Rückfahrton hat. Das ist auch für detailverliebte Leute ist es sicherlich auch eine wichtige Geschichte. Genau, hier steht die Modellbezeichnung dran. 435S ist es. Genau. Und wie ich schon angekündigt habe, oder wie ich am Anfang schon sagte, man kann halt hier, das ist dieselbe Schaufel wie vom Liebherr-Radlader, die kann man halt dann auch hier verwenden. Hoppala, ui, hopp. Ja, das ist aber allgemein das Problem hier. Wenn man so Dinge ankoppelt, dass dann das Gerät praktisch, an das man einen Teil anhängt, dass das dann manchmal ein bisschen so durch die Luft geschleudert wird. Das war jetzt hier ein bisschen extrem. Aber gut. Ja, man sieht hier, man kann hier genau dasselbe machen. Man kann auch, hat dann auch hier eine Hochkippschaufel, ne? Man kann es dann auch nochmal so kippen wie beim Liebherr. Aber das ist ein Feature der Schaufel und nicht des Radladers, ne? Das funktioniert dann bei jedem Radlader. Aber gut, ja. So viel dazu. Denkt man, da hat man alles gesehen. Man kann jetzt hier nochmal außen ein bisschen die Details anschauen, ne? Man hat hier die Treppe hier oben, hat er auf der anderen Seite, kann man auch genauso einsteigen. Ja, sieht alles schön aus hier in der Mitte, ne? So mit dem Knickgelenk gehen die Kabel und die Stangen und Gelenkwellen und was auch immer, wie auch immer das heißen mag, durch. Das sieht sehr schön aus. Mir gefällt es gut. Gut, so viel dazu jetzt. Auf zum Teleskoplader. So, jetzt sind wir hier beim Teleskoplader. Und da der natürlich auch in Konkurrenz zum alten Teleskoplader sozusagen, zum alten, also zum Liebherr-Teleskoplader steht, habe ich den natürlich hier auch hier, damit man sich den direkt anschauen kann, die Unterschiede. Und es fällt natürlich auf, gleich, ne? Der große Unterschied ist halt, dass der neue JCB-Teleskoplader die Teleskopstange vorne vor der Windschutzscheibe hat, während der Liebherr das so an der Seite hat, der geht so am Führerhaus so hier so vorbei, ne? Ansonsten, die fahren beide gleich schnell. Ne? Der hat hier oben eine Rundumleuchte. Und bei dem sehe ich jetzt erstmal hier keine Rundumleuchte. Muss ich gleich mal testen. Der JCB hat keine Rundumleuchte. Das ist schon mal schade. Für der Fanclub der Rundumleuchten wird sicherlich bitterlich enttäuscht sein. Aber kann man nichts machen. Gut. Das erste, was ich gesagt habe, dass diese Teleskopstange hier anders angeordnet ist, führt natürlich zwangsläufig dazu, ja, dass der Liebherr den längeren hat, sozusagen. Ja, also hier, das kann man nicht weiter ausfahren. Das ist ein bisschen klein, wenig im Vergleich jetzt zum Liebherr. Zeige ich euch mal da. Ja. Da geht es da schon fast genau mit dann ohne unausgefahren geht es fast schon so hoch wie der JCB. Aber wenn ich jetzt hier diese Teleskopstange noch ausfahre, ist er natürlich deutlich enger. Also man sieht den Unterschied ganz klar. Gut, effektiv bringt es den Vorteil, dass man halt natürlich, darum bin ich hier auch bei den Strohballen, dass man hier natürlich, wenn man die Strohballen nehmen will, natürlich hier noch irgendwie zwei, drei Strohballen höher stapeln könnte. Ja. Mit dem. Während man mit dem hier gerade mit Mühe und Not auf den höchsten Strohballen hinkommt. Man muss hier schon. Also wenn man es hier jetzt. Sagen wir, der ist jetzt die höchste Stufe, es geht. Hoppala. Es geht nicht mehr höher. Wenn man es jetzt gerade machen würde, würde man hier nur den vorletzten von oben. Also vorletzten von unten. Also praktisch nicht den allerhöchsten, den zweithöchsten bekommen. Ja, man kann es aber dann natürlich dann so ein bisschen schräg machen, dann kommt man da schon noch ran. Kriegt den dann schon irgendwie runter. Der rutscht dann irgendwie so schon runter, das geht. Aber ist ein bisschen mühseliger, ne? Also ist ein bisschen schwieriger. Man kommt nicht so weit hoch, also man kann die ganz hohen Regale damit nicht beladen, sag ich mal. Ne? Das ist ein bisschen der Nachteil von diesem neuen JCB im Vergleich zum Liebherr.
Aber ich finde auch jetzt, das liegt auch vielleicht daran, dass es halt einfach was Neues ist, aber ich finde den trotzdem, sieht der schon sehr schick aus. Mir gefällt der eigentlich auch ein bisschen, ein Stückchen schon besser als der Liebherr. Also mir gefällt der gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das könnt ihr natürlich in den Kommentaren schreiben. So, gehen wir noch einmal hier außen rum, schauen Sie sich das noch ein bisschen an. Hat genauso auch eine Anhängerkupplung, man kann da auch so kleine Anhänger ranhängen. Hier seitlich die Treppe geht hoch mit zwei Stufen. Hier auch genauso. Kann man halt von beiden Seiten besteigen, während man halt den Liebherr hier nur von dieser einen Seite, aber das liegt halt hier an der, am Aufbau. Ne? Hier ist halt der Motor hier an der Seite, da ist der Motor hinten. Das ist halt einfach anders konstruiert, der Liebherr im Vergleich zum JCB. Aber mir gefällt er gut, also das ist schön gemacht alles und kann man so lassen. Ne? Gut, dann geht's weiter zum Kompaktlader. So, da, jetzt wären wir hier beim Kompaktlader. Ist ein schönes kleines kompaktes Teil, ne? Darum heißt es auch so. Sage ich mal aus. Gehen wir mal ein bisschen drumherum, was da wieder so aussieht. Ne? Man hat hier eine Trittstufe zum Einsteigen, auf der anderen Seite nicht. Das ist auch nicht möglich, weil hier nämlich der Greifarm ist oder der Arm dieses Teleskops, nicht Teleskopladers, dieses Kompaktladers. Ne? Hat kleine Reifen. Hinten ist der Motor, hat hier Auspuffrohr. Wie man sieht, hat keine Rundumleuchte. Ne? Hat vorne, hinten Lämpchen. Sieht sehr schick aus, also gefällt mir gut, genauso wie die anderen Teile. Steigen wir nochmal kurz ein, schauen uns das Cockpit an. Ja, hier und da ein paar Anzeigen, Armaturen und so, schön detailliert auch gemacht. Hinten Feuerlöscher, so alles gedacht. Ja, man hat hier die zwei Schaltknüppel. Was auffällt, ist vorne diese roten Griffe. Das scheint wohl so zu sein, dass man bei diesem Gerät halt jetzt nicht im Spiel, aber hier halt in der Realität, beim echten, kann man wohl irgendwie die Frontschutzscheibe oder diese Windschutzscheibe vorne halt nochmal entfernen für Notfälle, falls man irgendwie blöd auf der Seite liegt oder sonst wie. Ja. Hier Spiegel sind da, funktionieren auch, also man kann auch nach hinten sehen. Oben ist noch ein kleines Sichtfenster mit Gitterschutz natürlich, falls man irgendwo was drauf fällt aufs Dach. Gut. Soweit das. Hätten wir eigentlich alles jetzt genau. Jetzt zeige ich euch das erste Anbauteil, die Universalschaufel. Und allgemein, wie man den Arm ausfährt, der fährt dann so hoch. Man sieht hier, wie diese bis nach oben hebt. Der Arm so nach oben. Man kann hier weiter nach oben geht es nicht. Man kann dann die Schaufel noch kippen. Natürlich. Mehr kann man da jetzt sich nicht bewegen. Sieht auch der Spiegel. Der Spiegel ist am Arm dran. Okay. Aber gut, das ist nur ein kleines Teil. Was ich euch auch zeigen will, damit ihr seht, was es bringt. Das Teil, das bringt hier schon mal nichts. Man hat hier keine Möglichkeit, größere Anhänger damit zu beladen. Dafür reicht es einfach nicht weit genug nach oben. Aber da hier das Fassungsvermögen eh nicht so hoch ist, sollte man das ohnehin mit dem Radlader machen oder so. Ja? Aber es ist einfach nur, dass man das halt weiß, das geht, damit kann man nur kleinere Anhänger beladen. Ne? Okay. Das wäre so viel zu der Schaufel. Als nächstes nehmen wir den Ballenspieß. Wie ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Was ich auch noch zeigen will, also man kann mit dem Ding, das hat hier keine Lenkung. Wenn ich jetzt hier links, rechts lenke, lenken die Räder nicht, sondern es lenkt anders. Einfach durch Drehen der Reifen quasi. Man kann hier dann sozusagen auch fast auf der Stelle sich drehen. Mehr oder weniger. Nicht ganz, man bewegt sich schon noch ein bisschen. Man hat schon einen kleinen Radius. Aber man dreht sich hier fast auf der Stelle. So, bevor mir schwindelig wird, machen wir hier mal weiter. Mit dem Ballenspieß. Nehmen wir den auf. Das sieht halt ein bisschen anders aus, habe ich schon in der Einführung gesagt. Man hat hier noch oben so einen langen Spieß und unten zwei kleinere. So, mal probieren, wie das funktioniert hier. Ich habe hier einen Ballen vorbereitet. Da fahren wir dann mal rein. Ja. Bis jetzt finde ich, es geht mit den anderen Ballenspießen besser irgendwie. Aber es funktioniert, ne? Man kann das hochheben. Fällt dann halt so raus, auch wenn man es runterkippt.
Ja. Fällt mir jetzt bis jetzt nicht so gut. Ich probiere es jetzt nochmal so richtig da. Dann kommt die jetzt auch nicht weiter runter. Sieht er, ich. Weiter runter geht's nicht. Also ich muss jetzt hier irgendwie so. Naja. Ja, hier jetzt schiebe ich es schon vor. Naja. Gefällt mir hier nicht so gut mit dem. Irgendwie geht es nicht so richtig drauf. Vielleicht stelle ich mich auch nur blöd an. Vielleicht kann es von euch jemand besser, aber ich finde es jetzt nicht so. Naja. Damit das Video nicht so lang ist, will ich jetzt hier nicht so lange rumeiern. Man hat es mal gesehen. Jetzt machen wir die Palettengabel. Ich habe hier auch eine Schafswolle-Palette. Eine Palette mit Schafswolle. Ja. Ich mal hier runtergefahren. Dann nehmen wir mal die Palettengabel, laden wir eine Palette auf, damit man auch sehen, wie das aussieht. So. Na, ah. Ich finde es ein bisschen fummelig mit der Lenkung. Ich denke jetzt auch mit Tastatur, nicht mit dem Lenkrad. Das geht eigentlich schon besser. Wenn man es so schräg macht, rutscht es auch runter. Schauen wir mal, ob das umkippt, wenn ich es ganz nach oben mache. Nö, tut es nicht. Also er kippt nicht um, wenn man die Last ganz nach vorne tut. Ja, das ist eigentlich ganz gut auch. Kann man sozusagen als Gabelstapler auch hernehmen, diesen Kompaktlader. So. So, die Mistgabel lasse ich aus, weil ich jetzt hier gerade keinen Mist zur Verfügung habe. Und ich glaube, das sieht auch nicht viel anders aus als wie die. Als bei den anderen Mistgabeln. Hier hat man wahrscheinlich dann bei der Mistgabel dasselbe Problem, dass man bei den großen Miststreuern wahrscheinlich auch nicht nach oben kommt, weil das einfach, weil man einfach nicht weit genug nach oben fahren kann mit dem Teil. Da muss man wahrscheinlich dann auch wieder den Teleskoplader am besten nehmen. Gut, jetzt was mir eigentlich am besten gefällt an den Aufsätzen hier, ist wirklich diese Poltergabel. Das ist für Baumstämme. Da habe ich natürlich auch hier einen Baumstamm vorbereitet. Ja, ich habe da schon mal was vorbereitet. Jetzt wollen wir mal versuchen, das Ding aufzunehmen. Mal sehen, wie das geht. Mit den Tests habe ich auch wieder ein bisschen Probleme gehabt. Ja, das ist halt immer das allgemeine Problem bei Baumstämmen mit der Poltergabel aufnehmen, dass du irgendwie nicht so richtig unter dem Baumstamm drunter kommst. Dass du dann, wenn du hinfährst, schiebt man den Baumstamm immer nur vor sich hin. Man muss da immer ein bisschen Geschick beweisen. Jetzt gleichzeitig irgendwie so runter, ein bisschen hoch. Ja, jetzt fällt es wieder raus. Jetzt habe ich es drin. Und dann ein bisschen rumfummeln. Okay. Ich finde da, dass es, weil das breiter ist, passt es viel besser rein als wie die bei der anderen, also bei den herkömmlichen Poltergabeln. Ja. Es ist da wesentlich stabiler drin. Und das gefällt mir gut. Da könnte man auch wieder das Problem haben, dass es nicht so weit nach oben geht, wenn man dann vielleicht ein bisschen einen höheren Anhänger hat. Kommt man da wahrscheinlich auch wieder nicht rein. Das ist immer so eine Sache hier, ne? Aber ich finde, es sieht gut aus, wenn man ganz nach oben geht, kippt er jetzt bei der Größe des Baumstamms auch nicht um. Ich habe bei den Tests an längeren Baumstämmen gehabt, da ist er dann schon umgekippt. Der war dann ungefähr doppelt so lang, also das war quasi der ganze Baumstamm. Ich habe den hier noch ein bisschen kleiner geschnitten. Ja, wenn ich es hier ein bisschen drauf anlege, kippt er vielleicht noch um. Ja, aber der tut sich schon schwer. Also wenn das noch ein bisschen größerer, dickerer Baumstamm wäre, würde der wahrscheinlich umkippen, wenn man es ganz nach oben hebt. Also da muss man aufpassen. Gut, der ist vielleicht nicht für die größten Baumstämme geeignet. Na, jetzt er, gibt er. Na ja, gut. Machen wir mal auf, lassen den rausplumpsen. Und testen jetzt noch auch einen toller Aufsatz, wie ich finde. Die Baumstammfräse. So, dann nehmen wir die mal. Ja, die muss man dann halt auch einschalten mit B. Dann läuft die hier. Ja, schaut mal so aus. Ein. So, ich habe jetzt hier noch keinen Baumstamm vorbereitet. Was ich halt lustig finde, ist, das kann man glaube ich mit dieser normalen nicht machen, weil man da nicht so weit hochkommt. Aber man kann hier theoretisch das auch als Säge benutzen, um hohe Äste abzusägen. Falls, aus welchem Grund man auch immer das machen wollen würde, aber man könnte es. Ja, wenn man da so hingeht. Links vorher. Man kann auch Bäume fällen. Ja. Jetzt ist der Vorführeffekt. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Aber wo ich das getestet habe, ging's. Ja, jetzt. Ja.
Jetzt habe ich halt den Ast hier abgesägt. Da könnte man quasi dann, ohne den Baum zu fällen, einfach die Äste wegschneiden und den Baum stutzen, sozusagen. Ne? Gut. Jetzt fälle ich schnell auf herkömmlichen Wege den Baum mit der Kettensäge. Und dann zeige ich euch mal kurz, wie man da so einen Baumstamm wegfräst. Ja, jetzt fällt er wieder nicht um. Über den Baum. Ja, jetzt hat er Angst. Jetzt schiebe ich das mal weg. Ja. Oh Mann. Ja, da bitte ich um Entschuldigung, liebe Zuschauer. Das hätte ich noch besser vorbereiten sollen. Hätte ich vor dem Video hier noch so einen Baumstamm präparieren müssen, so wie ich das bei den anderen Dingern auch gemacht habe. Aber gut. Hier bleibe ich ja noch hängen, oder? So, jetzt schalten wir die wieder ein. Ne, man kann die auch, also rauf runter, sowieso. Man kann die dann so bewegen. Mit der rechten Maustaste kann man noch links und rechts. Und jetzt den Arm nochmal rauf und runter. Ne, also man kann die schon sehr flexibel bewegen. Ne, und letztendlich macht die halt genauso wie diese normale Baumstammfräse, was man vorne an den Traktor ranhängen kann. Aber es sieht halt ein bisschen anders aus, ist auch schick. Ist halt mal wieder was anderes, ne? Okay. So, das werden jetzt alle Geräte vorgestellt. Ich denke, ich habe alles gezeigt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, würde mich über eine positive Bewertung freuen oder über ein Abo. Ja, wie jeder halt, ne? Der was hier Videos macht. Also, bye bye.